War da wirklich nur eine? Glück gehabt. So. Und dann haben wir Love and Carriage. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft City 2 mit dem Savtech Ages Pack. Ja, heute bin ich mal alleine hier. Mavia ist krank, hat Husten. Und nein, Quatsch. Mephisto ist krank und Mavia hat keine Zeit, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich hier ein bisschen was verschönert. Habe hier mal ein Dach draufgesetzt und ein neues Haus gebaut im Livestream. Außerdem, oh, jetzt leckt das schon, das kann ja wohl nicht sein. Außerdem haben wir hier endlich mal ein Dach draufgesetzt. Ich hoffe, dass das Holz nicht abbrennt. Und was habe ich noch gemacht? Ah, genau. Moment. Brauche ein bisschen Essen. Was ich noch gemacht habe, ist hier für die Bisons so ein Gehege gebaut. Und die Bisons werden wir jetzt auch gleich nochmal füttern, dass wir noch ein paar mehr bekriegen. Weil wir brauchen mehr Bison-Zähne, glaube ich. Können wir gerade nochmal gucken gleich. Dafür brauchen wir ein bisschen Weizen. Ja. Gut. So. Gehe ich erstmal kurz eine Runde ratzen. So. Und dann werden wir hier die Bisons mal füttern. Irgendwo kommt ein Zombie. Oder? Ach, der steht da hinten. So, eine neue Hose für Mavia. Gut. Bisons brauchen wir nämlich noch einige. Hose Mavia. Achso, die haben wir alle drüben in der im Sägewerk. Sieht schon richtig schön behaglich hier aus. Wird immer größer und es passiert mehr. So, warte, lass mich mal kurz gucken. Ja, die können wir nochmal zusammen craften. Fast voll. Ich renne ja hier immer noch ohne wirkliche Rüstung rum. Könnte man gerade mal ändern. So. Da haben wir einiges an Holz rein, weil ich habe Rinde gebraucht. Um hier ein bisschen in der Tech auch voranzuschreiten. Offscreen. Ich habe nämlich hier den. Wie heißt denn der? Diesen Ofen gebaut. Flame Grilled Goodness. Dieser Hopper ist cool. Weil der Hopper muss nicht angezündet werden, er brennt einfach von alleine. Und davon will ich noch einen machen, um hier einfach automatisch Zeug zu brennen. Wahrscheinlich ist das sowieso alles relativ unnötig, weil wir das schnell kriegen. Aber ich möchte es trotzdem tun. So. Stimmt, im Livestream hatten wir ein Problem, wir brauchen nämlich Shadow Gems. Shadow Gems kriegen wir nur durch den Shadow Gem Shard, wovon wir noch welche haben. Und wir brauchen eine Horse Press. Deshalb müssen wir die machen, Press. Dafür brauchen wir Lederriemen, Strings und Leder Cordage. Und, oh, okay, Slabs. Die Slabs kriegen wir hin. Alle, für die sich wundern, weshalb hier nur noch einer von denen steht. Irgendwie habe ich den kaputt gemacht. So.
Das hier brauchen wir. Warte mal, wie. Haben wir noch von dem Lederzeug? Ich habe viel zu viel Zeug im Inventar. Leder. Wie kriegen wir die Striemen? Mit so einem Ding bearbeiten. Davon haben wir keine mehr. Sieht nicht so aus, höchstens. Wir haben sie hier drin. Nee. Okay, habe ich so ein Teil? Ah ja, habe ich. Und dann. Ich bin immer sowas. Okay, drei Stück und Leder. Und einen String. Und dann so die zwei in die Mitte. Okay, Lederriemen haben wir auch. Da, das hier in die Mitte. Und den Stick oben drauf. Und jetzt haben wir natürlich keine Loks mehr. Ach, immer nur einer. Hier ist noch ein bisschen. Ah ja. Jawohl, wir haben die Presse. Da müssen wir kurz ein Pferd, naja, entfremden. Kann ich das hier irgendwo. Naja, okay, warte. Spitzhacke. Presse hier drauf. Ein Lederriemen und da dran. Und was muss ich da jetzt? Die Shards muss ich da reinmachen. Hätte man natürlich auch gleich mitnehmen können. Neun Stück brauchen wir davon. Wir gehen richtig ab im Tech-Tree, ich sag's euch. Aber ich muss gleich mal gucken, was wir noch machen müssen. So. Shadow Gem ist in Produktion. Die hier machen wir jetzt. Und dann. You don't have liquid fuel to try solid ones. Was? Okay, craft a heater. Yeah, Theo. Porzellanbricks. Wie kriege ich die? Flint, Clay und White Dye Powder. Powder? Oh, ist der schon fertig? Shadow Game. Dim, dim, dim. Oh, was haben wir hier? Fleisch. Ah, das war das. Nee, Buffalo Meat. Ich dachte eher, das wäre das Sharkfleisch. So, warte, Shadow-Dings da. Der kommt oben hin. Hopper. Dum, 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 dum. Ah, hier ist noch drin, da müssen wir hier noch ein bisschen drehen. Das ploppt dann einfach raus, wenn es fertig ist. Zack, da ist es schon. So, zwei Stück auch gut. Zack, zack. Dann diese Fleisch, diese Holz.
Was muss unten hin? Der Hopper. Den haben wir natürlich auch schon. Da geht es relativ flott. Zack. Gut, dann können wir nämlich alles voll aufstellen. Und wir haben unsere wirklich richtige automatische Straße. Bam, 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 bam. Solange der noch nicht gebacken ist, der Ofen, kann man den auch einfach so abbauen. Wenn der gebacken ist, kriegt er Bricks raus. Ist ein bisschen ungeschickt. Ist mir zweimal passiert. So, und dass der Hopper jetzt wirklich brennt, seht ihr daran, dass der Ofen gleich seine Farbe wechselt. Zack, da ist er nämlich gebacken. Eine Kiste wollte ich auch nochmal machen. So. Wir haben nämlich hier schon einiges an Cobblestone gebraten. Charcoal haben wir auch. Dann müssen wir uns gucken, dass wir noch so eine Chest bauen. Dann können wir nämlich zum Beispiel Brot und alles essen, können wir in der Hütte braten. Bam, badam, bam, bam. Gerade überlegen, wie die Chest nochmal ging. Wir haben zu wenig Holz hier. Müssen wir gerade mal rüber in das Sägewerk. Und eigentlich wollte ich mich auch demnächst mal, vielleicht eher in einem Stream, um den Spawn kümmern. Der ist nämlich eigentlich ein bisschen hässlich, wenn man so betrachtet. So, das da. Habe ich davon noch Holz? Ah ja, da oben. Da muss man immer viel zu hoch anklicken. Eigentlich ist das Sitz ist viel tiefer. So, und jetzt haben wir wieder ein Problem. Jetzt brauchen wir nämlich nochmal Rinde. Und wir haben kein Holz. Also keine Loks. Müssen wir hier nochmal ein paar Loks abbauen. Und dann mit dem Workblade bearbeiten. Dann kriegt man so geschnitztes Holz raus. Dieses wiederum können wir uns hier in diese Chest reinhauen. Und dann werden da eben Bretter draus. Sehr praktisch. Und das war das richtige Rezept. Ja, gut. Ich meine, die Kiste muss ja nicht so groß sein eigentlich. Eigentlich hätten auch blaue Kisten oben gereicht. Die Kiste unten ist wichtig, dass da viel reingeht. Aber ist ja nicht so wild. Hier läuft alles, glaube ich. Hier haben wir... Oh. Schön Essen haben wir hier. Einiges an Mehl. Und das machen wir jetzt einfach mal hier gleich rein. In die Backstube. Hauen wir hier mal rein. Und da. Und am Ende wird es eben hier gebraten rauskommen. Finde ich cool. Gucken wir auch mal in den Tech-Tree rein. Ah, das Porzellan wollte ich machen, genau. Press charcoal into a larger block, pressing the horsepower press.
using. Gucken wir mal, wie das geht. Charcoal. Ups. Hier, press. 8 von den kleinen. Das ist gut, da haben wir alle nämlich auch so sehen mal welche gemacht. Wenn wir damit jetzt den Tech Tree vervollständigen können, ist das ja gut. Die habe ich aus Versehen mal irgendwo reingehauen. Und dann kamen da so kleine Dinger raus. Was wollten ihr hier? Geht doch mal weg. Ups. Ey, die sind aber stark. Das ist ein bisschen unfair. Hoffentlich kommt der das Skelett, was da hinten stand, nicht auch noch. Aber wir haben wieder eine Eisenbrustplatte, ist auch toll. So, warte, das hier noch. Aber das war nicht das Ziel. Charcoal Block. Brauchen wir einen neuen Charcoal. Haben wir hier noch Charcoal? Zwei. Was können wir daraus machen? Ah, okay. Oder? Ja. Die zwei müssen hier rein. Und dann müssen wir hier wieder ein bisschen am Rad drehen. Und dann müsste da gleich Charcoal rausploppen. Wir brauchen 9 Stück. Reicht 10 Stück. Ja, seht ihr, da ist irgendwo das Skelett. Aber wo? Von unten hat irgendwas. Ah, da ist es. Uiuiui. So, dem hier nehmen wir mal kurz noch ein bisschen die Goldrüstung ab. Der braucht die doch gar nicht. Hat mir leider nichts gegeben. So sind sie immer, die Zombies. Böse und gemein. So, mach dir mal hier noch ein paar Babys. Sehr schön. Und wir gucken nach dem gepressten Kohleblock. Ba-bam. Pressing your luck. So, das hier werden wir uns auf die nächste Folge, für die nächste Folge vielleicht aufheben. Ein Sattel. Ein Sattel, wie geht denn der? Müssen wir nochmal ein solches machen. Ich hatte doch irgendwo das Werkzeug. Das war hier. Und dann brauche ich eben 3 solche Teile. Ich werde einfach mal 4 machen. So Lederdinger wird man sicherlich häufiger brauchen. 4. Und dann 3 Leder oben. Und 3 Streben unten.
Sehr gut. Dann. The wheels on the bus. Craft a wheel from Asticor to use in horse carts. Use the Asticor action key to attach horses to carts. Okay. Car. Dieses Rad brauchen wir. Auch das ist ja easy. Sticks haben wir. Ich lagere mal alles hier. Dann freuen sich die anderen, wenn sie später online kommen und nichts mehr finden. So, ein Rad hatten wir schon mal. Dann, das haben wir schon gemacht, stimmt. Und dann, tired of carrying your stuff around in pockets, craft a card and attach it to a horse to help carry your things. Shift-click the card to open its inventory. Okay, dieses Ding hier. Oh, zwei grüne Kisten brauche ich davon, das ist nicht wahr. Und zwei Räder. Ein Rad mache ich jetzt nochmal schnell. Machen wir mal dahin. Dann, was ist das? Ein Pflug. Können wir damit etwa Felder erstellen? Das wäre nice. Slab und Holz. Und dann brauchen wir aber eben noch die grünen Kisten. Muss ich gerade mal überlegen, wie ich dich nochmal ging. Dum, dum, dum. Zwei Stück brauchen wir. Gehen voll ab. Hier. Dann brauchen wir diese Wut. Bin mal gespannt, wie groß das Kart dann ist. Und dann brauchen wir noch die Bark. Ups. Nein. Hier hin. Ja, natürlich wird er nicht genug. Ist halt klar, oder? Ich muss gerade mal gucken, ob hier noch irgendwo... Ne, da ist nichts mehr. Dann einmal Holz schälen. Ich habe keinen Platz im Inventar. Dieses Holz hauen wir wieder gleich da rein. Und die Bark haben wir hier. Eins, zwei, fertig. So, war das dann hier. Die Räder. Was noch? Ah, okay, so war das. Hier und ein Slab brauchen wir. War da wirklich nur einer? Glück gehabt. So. Und dann haben wir Love and Carriage. Dann können wir den Wagen hier mal irgendwo hinpflanzen. Vielleicht ans Feld und da die ganzen Seed-Sachen rein. So. Ja? Nein, ich will da nicht drauf sitzen. Oh, 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6. Das hat ein Rieseninventar. Kann ich da auch eine Kiste draufstellen? Nee, leider nicht. Das ist ein bisschen schade.
Aber dass wir hier ein Inventar haben, was relativ groß ist, das ist viel besser. Können wir hier nämlich alles Mögliche mal einlagern. Der Wagen gefällt mir. Warte mal, Schaufel kurz. Gut. Also, wir haben einen großen Speicher gebaut. Wir haben hier Öfen gebaut. Da können wir gerade mal gucken. Ach, das geht hier gar nicht. Ich nupp. Das geht gar nicht. Es geht nur auf dem Dings da. Schade. Auf dem Grill. Dann hauen wir es eben hier drauf. Ach so, nee, Quatsch. Wir müssen da erst. Wir müssen da erst noch was draus machen. Wir müssen das erstmal hier mit Salz und Wasser zu einem Teig kneten. Habe ich das falsch in Erinnerung? Bread. Und diese Ding. Rice Duck. Salz, Wasser und den. Doch eigentlich. Ach, das ist schon. Wir haben kein Salz mehr. Dödüm. Aber naja. Das ist jetzt auch nicht so wichtig, weil Essen haben wir genug. Dann mache ich das einfach hier rein. Dann weiß jeder, das wird noch gebraucht. Das soll es aber nun gewesen sein von dieser Folge Minecraft City 2. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Minecraft City 2 mit dem Savtech Aegis Modpack. Bis dahin. Ciao.